So, und willkommen zurück zu Human Fall Flat. Ich bin Kaito. Und an meiner Seite ist... Dimensio. Gut, jetzt müssen wir herausfinden, was wir hier tun müssen. Das Level der Azteker. Hast du dich schon wieder schlafen gelegt? Nee, ich weiß gar nicht, wie das geht. Schau, was haben wir denn alles? Oh, guck mal. Also ab hier ist alles blind, denn ich habe soweit noch nicht gespielt. Ich habe es tatsächlich nicht geschafft, weiterzuspielen. Oh, guck mal da. Siehst du das in der Distanz? Oh. Da willst du hin. Da müssen wir wahrscheinlich auch durch nachher. Das wird nice. Okay. Aber jetzt müssen wir erstmal rausfinden, wie wir da rüberkommen. Schaffen wir es zu springen? Wo willst du denn hinspringen? Ja, darüber. Hier doch einfach herlatschen. Ja. Wir sind fast schon da. Wo kommst du denn da hin? Kommst du da rüber? Ja, es sieht ja so aus. Wo bist du? Was hast du vor? Wie ich sagen. Klettern? Weißt du noch, wie Klettern geht? Ja. Okay. So. Dann kommen wir hier nicht weiter. Warte. Okay, doch nicht. Ich dachte, ich könnte da dran springen und mich rüber springen. Ja, sieht schlecht aus, aber wir müssen da irgendwie schon höher müssen. Warte mal. Was haben wir denn hier? Was denn? Hier habe ich einen Stab. Okay. Aber wir müssen hochspringen machen. Nee, warte mal. Guck mal. Das sieht aus, als könnte man das mit einer Hebelwirkung. Hilf mir mal, das hier vor diese beiden Holzblöcke zu legen. Du gehst in die falsche Richtung. Okay. Mal wieder. Komm hier, zu mir. So. Lass das Ding doch in die Richtung. Ja. Ja. Du gehst jetzt einmal rum. In die andere Richtung. In die andere Richtung. Hier so. Was ich dir sage. So. Genau. Und das legen wir jetzt hier hin. Okay. Hinlegen auf den Boden. Uns auf den Boden legen. Ja, dann legst du einfach hin. Ich versuch's. Leichter gesagt als getan. So. So. Lass da liegen. Nee. Wir müssen sie als Hebel benutzen. Guck hier, wir haben ja hier noch einen Balken. Ich denke, wenn wir den hochheben. Ja. Also. Nee, den komm ich nicht hoch. Ich kriege das hoch. Das wollte ich nicht. Lass mich drüber heben. Okay. Schaffst du es erst? Ja, ich bin dabei. Ich denke. Verdammt! Ja, aber weißt du, warum ich es nicht geschafft habe, weil er nicht gesprungen ist? Wieso springt der nicht, wenn ich es will? Du musst X drücken, ne? Was ja, habe ich gemacht, aber der ist nicht gesprungen. Nee, ich versuche derweil weiterhin mit Logik zu lösen. Ich mache das mit so einem Sheet. Okay, ja, viel Glück dabei. Ich habe es geschafft, mich da festzuhalten. Ja, aber... Hängen wir. Du kommst trotzdem nicht hoch. Nee. Ja, wenn der so scheiße springt, was soll ich da machen? Kann ich nichts machen. Warte mal, das muss doch irgendwie möglich hier sein. Hier sind so Bauklötze, vielleicht muss man die mal machen. Ich versuch das. Oh. Hab ich's jetzt geschafft? Nein, aber ich hab den Klotz eingelegt. Warte, ich glaube jetzt funktioniert, was ich vorhabe. So, wenn das jetzt funktioniert, guck mal zu mir eben, ob das funktioniert. Komm zu mir. Ja, mach ich auch. Ich bringe die Klotze mit. Okay, gut. Dass die Leute auch sehen, was ich jetzt hier mache. Und jetzt müsste das eigentlich funktionieren, wenn ich den hier runterdrücke, dass ich den... Komm schon. Hilf mir mal. Was soll dir denn helfen? Den Hebel runterdrücken. Ich hab dir doch hier diese Klötze dahin gebracht. Zieh den Hebel nach unten. Ja. Achso, so hast du eine Brücke gebaut. Ja, das hatte ich vor. Wie machst du das, wenn du alleine spielst? Weiß ich nicht. Kannst du das nicht machen? Ich gehe davon aus, dass man das auch schafft. Man kann alleine, aber... tschüss, du. Ja, ich denke... Guck mal, da ist so ein Loch. Ich gehe davon aus, wir müssen auch wieder einen von denen hier mitnehmen. Okay.
Nicht runterfallen, nicht runterfallen. Okay. So. Wir haben jetzt gelernt, wir müssen hier Hebel benutzen. Das heißt, wir benutzen auch hier wieder einen Hebel. Und jetzt führe ich diesen langen Stiel in dieses Loch ein. Ich meine, Du weißt ja, wie das geht. Ja, natürlich. Wenn sich einer mit langen Stielen und Löchern auskennt. So. Eingeführt und jetzt... Du kannst ruhig mithelfen. Jetzt nach oben drücken müssen wir. Nein, nach oben drücken geht ja nicht. Wir müssen... Ja, genau. Nein, wo gehst du hin? Wir müssen, wenn dann... Halt, hör auf. Du ziehst ihn wieder raus. Das wollen wir nicht. Wir müssen nach links. Wir müssen ihn reinstecken und... Siehst du, es öffnet sich langsam. Ich muss ihn nur ziehen. Ne, ich komme nicht durch. Streng dich an, du fette Sau. So. Oh nein. Geh da weg, damit ich das drücken kann. Was? Ey, Kaito, ich schau doch mal Bestes. Jetzt muss es reichen, oder? Mhm. Okay. Ich bin ruhig. Ja, natürlich, dank meiner Hilfe. Okay. Was jetzt? Oh, da oben ist eine Box. Hier ist ein Käfig. Da müssen wir auf jeden Fall hoch. Was ist das? Lava. Kannst du mich mal hochziehen? Nö. Warum nicht? Ich mach das einfacher. Ach, Kaito, ich brauch dich nicht. Ich bin drin? Rein. Ja. Was muss ich jetzt machen? Also wie das aussieht für mich, müssen wir da hoch, oder? Da? Da? Nein. Natürlich. Müssen wir in den Käfig rein, wo ich drinstehe. Ja, und was sollen wir dann machen? Da musst du mich irgendwie so nach oben transportieren. Du musst mich sogar oben ziehen. Kann ich nicht, du bist so schwer. Geh aus dem Käfig raus. Das geht nicht, ne? Nein. Ich glaube, wir brauchen die Kiste da drüben. Die Kiste, dann müssen wir die da aufstellen, damit wir da hochkommen. Welche Kiste? Die ich da hinten sehe. Guck auf meinen Bildschirm. Siehst du, da ist eine Kiste. Ja, aber jetzt kann man auch hier so lang, jetzt kann man hier so rein. Ja, nicht in den Käfig. Doch, da kommst du doch nicht hoch. Doch, klar. Nein, kommst du nicht, siehst du doch. Wenn du mich jetzt so hochziehen würdest. Ja, wenn ich hochziehen würde. Du Idiot. Wandsprung? Na, gibt's hier nicht. Sind hier nicht bei Luigi. Komm. Sind hier nicht bei Mario. Jo. Das erinnert mich aber immer so da dran. Entweder du kommst hier zu mir und stellst dich hin, wo ich stehe, oder aber du versuchst es. Und zwar gehst du oben auf den Käfig drauf und nicht in den Käfig rein. Ja, aber ich muss hier immer nach oben kommen. Ja. Okay. Zieh dich hoch. Ja. Muss ich mich einmal hier auch noch hochziehen. Stell dich nicht so an, du schaffst das. Und jetzt spring da rüber mit Vollgas. Ups. Ja, gut. Jetzt hochziehen. Ja. Jetzt hol die Truhe. Also ich dachte, du kommst jetzt hinterher. Ne, wie soll ich das denn machen? Der Käfig senkt sich doch, wenn ich drauf springe. Achso. Ich gehe davon aus. Genau, und dann? Ich gehe davon aus. Warte. Halt die Truhe fest. Ah, verdammt, ist es auch runtergefallen. Egal. Dann müssen wir den Käfig jetzt erst wieder runterbringen. Warte, ich komme. Soll es da nicht stehen? Weil da kommt der Käfig jetzt runter. Jetzt tu den Käfig in die Truhe rein. Jetzt tu die Truhe in den Käfig rein, meine ich. Okay, komm wieder zu mir. Wir müssen jetzt mit unserem gemeinsamen Wicht den Käfig runterziehen, denke ich, ja. Also gemeinsam dann jetzt. Oder? Warte. Ich glaube, ich kann jetzt auch alleine machen. Warte. Bleib da stehen. Du kannst jetzt die Kiste entgegennehmen. Kannst du die Kiste nehmen? Du darfst nicht reingehen! Wieso nicht? Weil der Käfig sich dann absenkt, weil ihr so schwer seid zu zweit. Ich kann nur einen tragen. Ja. Geh raus aus dem Käfig wieder. Warte. Geh wieder raus aus dem Käfig. Ich kann aber hier, das ist eine Abkürzung für mich nach oben. Ja, nicht wirklich, weil die Dinge schiebt sich jetzt zu oder kommst du wieder raus? So. Oh, ist tatsächlich rausgekommen. Okay, warte. Ich hüpfe ein bisschen. Ich habe die Kiste aber jetzt da an den Rand gelegt. Dann kann ich die auch besser greifen. Dann kannst du nur greifen und rausziehen. Genau. Die war ganz weit weg. Arme ausstrecken und ziehen. Ja, ich heb hoch und dann geh rückwärts. Oh nein. Nein. Was machst du denn? Hier. Hol ihn hier. Ja, das war sinnlos.
Warte. Bleib hier am Rand, Ja. Bleib hier am Rand. Komm hier zu mir. Gib die Kiste hoch. Komm her. Okay, was ist die Kiste los? Ja. Okay. Wo bin ich jetzt? Ein bisschen Lava gefallen wahrscheinlich. Scheiße. Aber schaffst du das mit der Kiste? Ich weiß es nicht. Ich werde es jetzt rausfinden. Ich kann sie mir auch anreichen. Ja, wäre vielleicht hilfreich. Kiste aufnehmen, hochheben. Hochheben, gut. Ah, shit. Warte, ich bin daneben gefallen. Hör auf! Bleib ruhig stehen, Warte, ich komme zur Hilfe. Warte, ich hab's noch nicht. Warte. Ich hab gesagt, warte! Ich dachte, du hast sie! Ich hab gesagt, warte! Nicht, ich hab sie. Okay. Ich mach's nochmal. Ja, hier. Was? Ach, mit beiden Händen. Es wäre so viel leichter gewesen, wenn du nicht rückwärts gegangen wärst und runtergefallen wärst mit der Kiste. Ja. Dann wären wir schon 2 Etagen höher. So, okay. Heb hoch. Ja, hab ich. Ist nicht hoch. Ich komme nicht dran. Du hebst nicht hoch genug. Pack nochmal neu an die Kiste. Okay. Dann pack ich sie. Bitte ja nicht. Dann hebst du vernünftig hoch. Genau. Damit ich drankomme. Boah, ist das anstrengend. So. Wir hätten schon viel leichter haben können. Jetzt fall nicht in die Lava mit der Kiste, sonst respawnt die wieder dahin auf der anderen Seite. Was machst du denn? Falsche Richtung. Ist das was, die schon? Ist das denn so schwer? Ja, hier. Ja, okay. Geh da hoch. Ich reiche dir die Kiste an. Du bist ja unfähig. Ach, ist das ja besser, Lars? Hoffe ich. Warte. Okay, jetzt. Du musst mit beiden Händen, sonst kannst du die Kiste nicht hochheben. Okay. Nach unten gucken. Jetzt stehst du auf der Kiste. Ja, okay, du greifst, hältst sie nicht hoch genug. Warte. Viel höher geht's nicht. Okay. Boah, mehr schaffe ich nicht, musst du machen. Ja, was soll ich denn machen? Du schaffst es nicht, die Kiste hochzuhalten und du schaffst es nicht, die Kiste anzunehmen. So, ich heb sie hoch und du hältst sie an. Ja. Komm, zieh dich hoch. Zieh dich hoch, du fette Sau. Los. Warum kann ich mich denn jetzt nicht hochziehen? Ich kann mich nicht hochziehen. Kaito, unfähig. Du bist der, der die zum ersten Mal fallen gelassen hat, wodurch das alles erst so zum so Problem wurde. Ja toll, du stehst genau weit genug weg mit der Kiste, dass ich nicht rankomme. Halt! Was? Ich denke, ich hab's. Ja, okay, jetzt hab ich's. Gut. Jetzt muss ich das lieber mal machen. Okay. Warte. Hochheben, okay. Nur hochheben. Beweg dich doch nicht dabei. Aber die Kiste schmeißt du doch drauf. Oder? Ja, weil wenn sie da runterfällt, dann respawnst du wieder da oben. Können wir alles normal machen. Okay. So. Jetzt tu doch mal so, als könntest du The Legend of Zelda spielen. So, hab ich. Ach ja, okay. So, haben wir es endlich geschafft, Kaito. Ja, aber jetzt ist sie da, wo sie vorhin schon war. Jetzt müssen wir erstmal Fortschritt schaffen, indem wir jetzt hier hoch... So. Und jetzt reißen wir die Kiste nochmal an. Abstellen und nochmal so. Obwohl, warte mal, bleib mal hier, leg die Kiste mal hier drauf. Leg die Kiste mal da drauf, wo du drauf stehst. Ja? Dann geh da runter. Dann geh da runter und komm hier zu mir hoch. Ja. Geh zu mir. Ach so, sorry. Ich dachte, ich soll irgendwo runterkommen. Nee, du sollst hier zu mir kommen. Ja. Dann? Und jetzt stell dich da oben auf den Käfig. Stell dich da oben drauf. Steh da oben drauf. Ja, hab ich gemacht. Okay, stell dich da oben drauf. Ah, oh, shit. Nein. Oh, jetzt bin ich abgeschmiert. Ja, bleib da oben drauf stehen. Aber ist das ja nicht so hoch? Nein, bleib da oben drauf stehen. Doch, die Kiste ist so hoch, du kommst gar nicht mehr dran.
Ja, aber da, warte ab, bleib da stehen. Wir wollen sie auf diese Ebene haben. Dafür ist sie genau richtig. Siehst du? Viel einfacher. Okay. Viel einfacher. So. Du bist geschafft. Geschafft. Und jetzt, wo müssen wir jetzt hin? Und jetzt. Hier oben hoch. Oh, okay. Ich dachte, da muss irgendwie so ein Schalter muss da. Ne, ich ging davon aus, dass wir hier hoch müssen. Jetzt müsst ihr eigentlich speichern. Speichern? Hallo? Speichern? Oh, was haben wir denn hier? Also nicht. Was ist das? Wo muss ich denn hin? Ja. Du musst hier hoch. Ist das? Riesiger Ball. Kaito, kannst du mal kommen? Was? Ja, ich komme. Scheiße. Warte. Irgendwie der Fall. Warte. Ich hab dich. Komm. Komm. Warte. Will was drücken? Okay, dann versuch's nochmal dann. Okay, versuch's nochmal. Was machen wir das? Also nicht so einfach manchmal. Ja, das ist ja so, man muss ein bisschen nachdenken, ein bisschen geschickt springen, okay? Komm zu mir. Scheiße, ich kann nicht so schräg springen, ist das Problem. Ja, dann zieh die Kiste doch weiter. Du musst ja nicht da in der Ecke stehen. Ja, genau, jetzt zieh dich hoch. Okay, besser. Okay, so. Jetzt hier. Warum speichert er nicht? Keine Ahnung, so, vielleicht weil... Sollen wir hier nicht sein? Oh, guck mal hier. Pass mal auf. Achtung, gleich kommt er. Achtung. Da ja, kommt. Boah, Kugel. Indiana Jones. So, wow. Wo sind wir hier? Sollen wir hier sein? Ja, ich gehe richtig schon mal, das weiß ich. Ja, es ist möglich, dass er noch nicht abgespeichert hat, weißt du? Das wundert mich ein bisschen. Wir müssen jetzt hier mit diesem Krager hier was machen. Warte mal, hier kann man auch noch hören. Jetzt hat er abgespeichert. Warte mal, ja. Was ist denn hier oben? Na, hier oben hochklettern kann man auch noch hier irgendwo was. Wir müssen hier mit dem Kran irgendwas machen. Ja. Okay. Oh, da oben ist was. Was? Da oben ist was. Was ist denn was? Ich weiß es nicht. Ja. Ich werde mir das jetzt anschauen, was da ist. Was muss ich denn hier machen? Ich weiß es nicht. Ich weiß ja gar nicht, wo du bist. Ja. Easter Eggs. Wortwörtlich Easter Eggs. Vogelperspektive. Hey! Ich muss mich jetzt wieder anmelden. Wo bist du? Ah, ich sehe dich. Okay, ich bin hier ich oben. Ne? Oh, fuck. Einer muss das hier nicht hier dranhängen und einer kann draufklettern. Hm? Meinst du? Was ist der Weg? Kann ich die Easter Eggs mitnehmen? Ich will Easter Eggs mitnehmen. Okay. Eier sind das. Ja, Easter Eggs. Große Eier. Oh, ich komme. Oh. Easter Egg erinnert mich sowas wie zum Beispiel. Oh, okay. Wenn aus anderen Videospielen irgendwas ist, wie zum Beispiel Final Fantasy 1 gab es zum Beispiel ein Grab, wo dann drauf steht hier ruht Link. Oh, echt? Ja. Okay. Das ist dann Easter Egg. Meinst du, hier muss man dran springen? Ja, da kann der andere draufklettern. Mach mal. Ich hier drauf. Nee, ich glaube, wir sind beide zu leicht, um das runterzuziehen. Jetzt ist ein bisschen hochziehen hier. Ja, wie soll ich das machen, wenn ich gleich das Ding runterziehe? Kletter da hoch jetzt, du fette Sau. Ja, warte. Okay, so, jetzt zieh dich hoch. Ja, bin ich. Okay, so. Was jetzt? Was hat uns das gebracht? Ah, der Eingang ist offen. Warte mal, warte, bleib da drauf stehen, Eingang ist offen. Ich gehe davon aus, dass wir da durch müssen. Warte. Bleib drauf stehen. Immer noch drauf stehen, okay. Immer noch drauf stehen bleiben. Bist du runtergegangen? Ja, weil... Ah, okay. Es ist doch hier offen. Der Eingang ist noch blockiert, okay. Können wir doch hier rein. Okay. Durch, ne? So. Wo jetzt, ja? Was jetzt? Boah, eine Höhle ist das. Yeah! Nee, ist das Ende? Das ist das Ende. Wir haben mindestens 50% von der Map übersprungen. Das kann nicht das Spiel gewesen sein. Bist du sicher? Ja, lass uns das gleich nochmal starten. Warte. Credits! Wir haben es durchgespielt. Ja, großartig. Ich nehme meinen Arm mit mir. Ja. Wir haben es durchgespielt, Kaito. Ja, aber das kann's noch. Wir haben irgendwas falsch gemacht. Warum? Da war ich nicht. Ja, im Vergleich zu all den anderen Parts, weißt du, wo wir 50 Minuten gebraucht haben, um die durchzuspielen. Wir sind jetzt mit 19 fertig, das kann nicht richtig gewesen sein.
Ja, vielleicht ist er. Er hat so lange nicht gespeichert. Wir sind bestimmt, wir haben bestimmt die Hälfte der Map übersprungen. Weil was war das Ganze, dieser Schwingpart? Und diese und der riesige Felsen, der runtergefallen ist. Das haben wir heute nicht gesehen. Ich will das sehen. Geil, du mach mal eine Kritik, kann auch sein, passiert ja irgendwas gleich danach noch. Ja, ich bin mir sicher, wir landen jetzt gleich wieder auf der Startseite. Weißt du, auf diesem weißen. Schnapp dir einen der Buchstaben. Und dann, was können wir damit machen? Die mitnehmen. Ich nehme das E mit. Ich nehme das C mit. Oder das A. Ja, E mit E. Oh, ich kann nichts mit, weil ich das nicht kann. Doch, ich hab eins. Ich komme langsam. Hui. Ich hab das E. Aber man fällt viel langsamer. Aber ist doch cool, ne? Dieses Kredits hier, was sich manchmal so einfallen lassen, dass man hier so, ne? Ja, ist nett. Dann sieht man wenigstens alle Namen, auch wenn man an den meisten vorbeifällt. John Vega. Au. Franchise, Susan Plunk, Kevin Drew, Molly Bird. Ich muss gleich noch Kaizo Games hier immer machen. Das fügen wir dann später ein. Ja. Sein Gefäng. Kaizo Game. Oh. Wir fallen da auch da durch. Oh, ich treffe. Oh, voll mit dem Sack aufs I. Oh, das hat. Und ich voll auf dich. Ja, wie immer. Ich dachte, jetzt kommt noch ein epischer Endboss. Na, no. Du sagst kein Endboss hier. Au. So, Technical. So, Fazit, Kaito? Fazit ist, man kann definitiv zu gut abkürzen und schummeln. Aber wir sind ganz sicher, hätten wir da nicht lang gehen sollen. Ja, wahrscheinlich habe ich irgendwann wieder rausgefunden. Das geht auch wahrscheinlich alleine gar nicht. Mhm. Wahrscheinlich, weil wir zu zweit sind, weil wenn du alleine spielst. Hätte man die Kiste wahrscheinlich nicht da hochheben können. Ja. Gehe ich auch von aus. Ja. So, das war also Speedrun Human Fall Fettet. Ja. Letzter Teil offensichtlich. Ja, auf jeden Fall. Ja. Wie lange geht denn dieser Titel noch weiter? Oh, weiß ich auch nicht, ey. Das ist jetzt schon mehr als das, was wir eigentlich gespielt haben, das Spiel. Da unten, da sehe ich das Ende, glaube ich. Yeah. Mal gucken, was dann passiert. Hier kommt so eine geheime Welt. Ne. Bonuswelt. Ne, das ist einfach nur der Startscreen. Wo wir begonnen haben, oder? Wahrscheinlich, wenn du jetzt da drunter durchfällst, beginnt das neue Spiel, oder? Ja. Weißt du? Yeah, okay, dann... Wollen wir das beenden? Hier so? Ja, jetzt auf jeden Fall beenden wir. Ja, okay, gut. Also, wir werden aber die Azteca-Welt nochmal vernünftig spielen, okay? Weil das ist, das kann mich nicht mehr zufrieden geben.